Sehr geehrter Kunde, Sie sehen hier, wie schnell und einfach die neuen menügeführten Karmesteuerungen ZLJ24 und ZM3E in Betrieb genommen werden können. In diesem Beispiel sehen Sie die 24-Volt-Steuerung ZLJ24. Die hier durchgeführten Schritte finden Sie auch als Step-by-Step-Beschreibung in der Montageanleitung auf Seite 10. Die Anzeige im Display entspricht dem Zustand der Auslieferung. Drücken Sie zuerst die Enter-Taste mindestens eine Sekunde lang, um in das Hauptmenü zu gelangen. Nun werden im Funktionen-Menü drei Sicherheitskreise deaktiviert. Mit der Escape-Taste gelangen Sie zurück ins Hauptmenü. Im Menü Laufeinstellungen wird die Anzahl der Motore eingestellt. Im nächsten Menüpunkt finden Sie den Antriebstyp, in unserem Fall ein Axo. Mit der Escape-Taste gelangen Sie wieder zurück ins Hauptmenü. Im Menü Test Motor überprüfen Sie die Drehrichtung. Der Tor muss sich in Richtung Auf bewegen. Sollte Ihr Tor in Richtung Zu laufen, muss die Drehrichtung getauscht werden, also die Motorleitungen M und N bei der ZLJ24. Bei der 230 Volt Steuerung ZM3E müssen die Leitungen U und V bzw. beim zweiten Motor X und Y getauscht werden. Mit der Escape-Taste gelangen Sie nun erneut zurück ins Hauptmenü. Im Menü Encoder Laufeinstellung zur Lernung des Fahrweges aktivieren. Laufeinstellung OK. Der Fahrweg ist eingelernt. Mit Escape kehren wir zurück ins Hauptmenü und gehen als letztes in das Nutzermenü, um einen Handsender einzulernen. Wir bestätigen den neuen Nutzer und geben unser Funksignal. Das Funkgerät wurde erkannt. Mit Escape verlassen wir die Menüs und schon sind wir fertig. So, jetzt können Sie nach Wunsch weitere Einstellungen vornehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Karmet-Torantrieb.